Hallo, im heutigen Tutorial geht es um das Einstellen des ACC, also die korrekte Kalibrierung und Trimmung. Dazu verwende ich MultiVee 2.3, also auch das MultiVee 2.3 Conf-Tool. Dieses starten wir und wählen den entsprechenden COM-Port aus. Das ist in meinem Fall die Nummer 10. Klicken auf Read. Und starten das Ganze. So, jetzt ist der Copter aktiv. Ich werde ihn einmal bewegen. Die Bewegungen werden also auch korrekt ausgeführt. Um jetzt den ACC zu kalibrieren, muss der Copter wirklich waagerecht, also in einer Ebene stehen. Und dann können wir Calibrate ACC anklicken. Das wird uns gekennzeichnet, indem die Z-Linie einmal nach unten fällt und wieder ansteigt. In diesem kurzen Moment wurde dem ACC im Prinzip beigebracht, was die neue waagerechte Position ist. So, nun wollen wir das Ganze in der Luft kontrollieren. Dazu schalten wir die Fernbedienung ein. Schauen, dass alle Flugmodi aus sind, also hier an der Seite nichts weiter markiert ist und bewegen den Gasstick einmal nach oben. So, die Motoren müssen natürlich auch aktiviert werden und dann wird der Gasstick nach oben bewegt. Jetzt sehen wir, dass alle Motoren annähernd gleich laufen, also müsste hier keine weitere Trimmung vorgenommen werden. Demzufolge könnten wir den Angel-Modus einschalten bzw. den ACC. Das wird uns hier links auch gekennzeichnet. Nun können wir wieder die Motoren starten und Gas geben. Und auch hier sehen wir, dass im Prinzip die Werte annähernd gleich sind. Um nun den ACC zu trimmen, was in diesem Fall nicht wirklich notwendig wäre, würden wir wie folgt vorgehen. Wir schalten die Motoren wieder aus, bewegen den Throttle Stick, also den Gasstick, ganz nach oben und können nun auf der rechten Seite mit Pitch und Roll trimmen. In unserem Fall bewegen wir einfach den Pitch Stick fünfmal nach vorne. Das wird dann auch immer durch eine LED auf dem Board signalisiert. Anschließend fahren wir den Gasknüppel wieder auf Null, schalten die Motoren wieder ein und geben wieder Gas. So, nun sehen wir hier im Prinzip eine leichte Veränderung. Schalten die Motoren wieder aus. Gehen mit dem Throttle Stick wieder ganz nach oben und können nun entgegengesetzt, weil wir ja eben nach vorne getrimmt haben, wieder zurücktrimmen. Vier, fünf. So, somit ist im Prinzip wieder in den Ausgangspunkt zurückgetrimmt worden. Wir fahren den Gasstick wieder runter. Schalten die Motoren wieder ein, fahren den Gasstick wieder hoch und sehen, die Werte sind jetzt wieder gleich, nicht wie gerade eben. Damit ist im Prinzip der ACC getrimmt und wir könnten jetzt draußen einen Probeflug starten. Schaut doch mal in meine anderen Tutorials auf quadflyer.net.